Ich sehe, ihr könnt immer noch ziemlich gut kämpfen. Ihr könnt nach der ganzen Prügel noch sprechen. Könnt ihr auch noch laufen. Na klar, ich habe dir doch gesagt, wir wissen, was wir tun. Das war ein Klacks und tschüss. Harte Jungs. ihr könnt nach der Prügel immer noch sprechen. Oh. Ein Goldgolem. Eins, zwei. Hat er mich gesehen? Oh, er hat mich gesehen. Jetzt sieht er nämlich nicht mehr. Der ist viel gefährlicher als die Söldner. Aber nicht, wenn er alleine ist. Ein Dungeon! Du greifst Tinti an. Mit Phoenix und den dem hier. Hätte ich zweimal Phoenix nehmen sollen? Wahrscheinlich. Nächstes Mal. Was war es? Wasserdrache? Ich vergesse das immer. Phoenix. Ich nehme zwar mal. Ach Moment, wenn es Wasser ist, dann reicht eine normale Attacke aus. Und ihm gebe ich Wasserdrache. Nein, Wasser war es nicht. Scheinbar nicht. Kannst du viel falsch machen bei denen. Ich weiß doch nicht mehr, welche Attacke ich benutzt hatte. Das war effektiv. Einer down! Das könnte mir den Hintern retten. Habe ich es nur noch mit einem zu tun, wahrscheinlich. Oder mit keinem. Gut gemacht, Guy. Auf den letzten Meter. Hä? Hier passiert nichts. Wie bekomme ich die Tür hier auf? Habe ich irgendwas übersehen? Wird schon nicht so wild gewesen sein. Ich brauche was Schnelleres. Das dauert schon lange. Pick. Nein, ich wollte durch die Tür. Aber sie war verschlossen. So, jetzt weiß ich aber. Einmal Phoenix und nochmal Phoenix. Wie bekomme ich das Auge wieder auf? Ich kann mich nicht so gut an dieses Dungeon erinnern. Ach so, ich muss es gar nicht aufbekommen, nur zu. Hihi. Nein, ich muss da später hin. Ich bin zu früh hier.
Aber da nach oben kann ich nicht. Das ist seltsam. Vielleicht muss ich dich töten. Das kann sein. Phoenix und Phoenix. War ja eine der letzten Lektionen. Wenn du keinen Tipp hast, einfach alle Gegner im Raum töten, dann geht die Tür wahrscheinlich auf. Aber was dann die Schalter sollen? Keine Ahnung. Wieso geht sie nicht auf? Ich habe doch keinen Tipp. Gut, dann töte ich dich auch noch. Oh, so niedlich. Mit ihren Tatzen. Eine Sphinx. Mit Greifenflügeln und Katzenkörper und ordentliche Oberweite. Naja, normale Oberweite. Sie ist jetzt keine Dolly Buster. Oder? Aber was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Flügel so verschneit wirken. Greifen. Die waren ziemlich schwer zu zähmen in Ark Survival Evolved, oder? Was muss ich tun? Wahrscheinlich komplett zurücklaufen. Irgendwo habe ich irgendetwas Wichtiges übersehen. Zum Beispiel hier. Ganz fiese Phoenix und Phoenix. Sogattacken, die sehr viel MP klauen. Also extrem viel MP. Das macht keinen Spaß mit ihnen. Deshalb versuche ich sie schnell loszuwerden, was mir im Moment nicht so wirklich gelingt. Sollte ich vielleicht seine Magie verhöhen, damit er nicht so schnell einschläft? Aber wie oft passiert das? Nicht oft. Sieg. Feuer, Feuer, Feuer. Nicht. Ach, dann nehme ich halt den Haken. Tschüss. Hä? Ach so, das hier kann ich verschieben. Das hilft mir nicht weiter. Gut, ich habe einen Schlüssel, aber ich muss irgendwie... Hey, du da! Ich muss irgendwie auf die andere Seite der Brücke und da fehlt etwas. Hihi. Tschüss. Oder habe ich da was übersehen? Sind da noch mehr Säulen, die man verschieben kann? Eigentlich nicht. Kann ich das hier? Das kann ich sicher nicht wegsprengen. Das sind nur Risse auf dem Boden. So. Sphinx mit ihrer schönen Attacke Rätselfluch. Fluch. Und sie kann irgendeine Antikrüstung oder Antikhelm droppen, also etwas sehr Seltenes und Kostbares. Rätselfluch.
Da ist es. Hat sie wahrscheinlich noch nicht zuvor gedroppt, sonst wäre mir das möglicherweise aufgefallen. Aber bekomme ich Kraus noch vernünftig gelevelt, bevor das Spiel endet? Er hat Level 53. Smog hat 80. Angriff 396, sagen wir 400 und Stärke 230. Weil ich die Kämpfe vermeide, ich bleib trotzdem erstmal bei ihm. Weiß ich nicht, wie weit ich ihn noch leveln kann. Und dadurch werden die Kämpfe natürlich, die paar, die ich nicht vermeiden kann. Was? Muss ich vielleicht... Komm mal kurz rüber. Muss ich dich vielleicht herauflocken? Das klappt so nicht. Ich dachte, ich könnte ihn auf den Schalter locken. Soll ich da durchkommen? Wieso geht das nicht? Es gibt hier nichts, was ich machen kann. Ach so. Okay, darauf muss man erstmal kommen. Das Gewicht von dem Topf reichte nicht aus. Attacke. Ich frage mich, was mich dazu gebracht hat, das auszuprobieren, mit dem Topf auf den Kopf drauf zu steigen. Vielleicht bin ich einfach nur zu weit gegangen. So. Ich muss sich wahrscheinlich da durchschieben. Kann ich dich da durchschieben? Ah nein, ich soll dich nur... Okay. Du kommst dahin. Endlich. Und jetzt kann ich da nach oben in den Geheimgang. Der nicht ganz so geheim ist, da man ihn ganz gut sehen kann. Ah. Und was bringt das? Wieso kann ich hier hin? Einfach um zu sehen, wo der Schalter ist. Bin ein bisschen verwirrt. Einmal Phoenix und einmal normale Attacke. Dann kann ich die Gegend hier in Ruhe erkunden. Aha. Also ich sehe nichts. Man hätte das also wahrscheinlich auch so machen können. Dann hätte man nicht... Ich
verstehe das nicht. Es muss hier doch mehr geben. Okay, ich gib's auf. Weiter im Text. So, ich muss jetzt einiges an Strecke zurücklaufen. Vielleicht nicht ganz so viel. So. So. Oh, oh. So geht's. Tschüss. Geht eigentlich. Bis auf diesen Schalter. Haha, du bist so so langsam, nicht so leise. Das Auge ist super schnell. Also wirklich extrem schnell. Wo muss ich hin? Ich gehe erstmal geradeaus. Nein, wieso geht das nicht? Das müsste doch gehen von hier aus.